Beende es, Army. Nein, Bello, diesmal werde ich das alleine machen. Susanoo, du siehst ein bisschen kaputt aus. Jetzt verstärkst du dem Susanoo die Kampfkünsten. Göttlicher Spalter. Hey, er hat es tatsächlich geschafft. Liebste Kushi, oh, jetzt wird schwarzig. Genau wie du dein Leben dem Sakebaum verschrieben hast, so ist das Schwert alles, was ich kenne. Ich habe versagt, ich habe die schreckliche Bestie auf die Welt losgelassen. Ich habe dem Bösen erlaubt, mein Urteil zu trüben. Wer bin ich, dass ich das Recht beanspruche, ein Schwert zu führen? Ach, es gibt für mich keinen Grund zu leben. Oh, Susanoo, warum blickst du so finster drein? Komm schon, lache so, wie du es normalerweise machst. So wie du jetzt gerade aussiehst, das macht die Monster nur stärker. Komm schon, lach doch bitte. Lach, wie du es tust, wenn du mir jedes Jahr bei der Reisernte hilfst. Hehe. Wie sieht man das Lachen unter dem dicken Bart? Ahahaha. Erhalten göttliches Instrument? Tsumugari. Taste eine Weile drücken für Sturmangriff mit Orochis Schwert. Oh. Ist wohl noch nicht vorbei, hä? Und so kam es, dass 100 Jahre nach seiner ersten Niederlage der schreckliche Orochi dem Angriff Amaterasus und Susanoo unterlag. Als der faulige Atem den verfluchten Körper von Orochi verlassen hatte, war der Fluch aufgehoben. Und ein mächtiges Schwert, bekannt als Tsumugari, erschien. Es war die Wiedergeburt von Tsukuyomi, welches von Orochi verschlungen gewesen war. Mit dieser neuen Klinge ausgestattet, bereitete sich Amaterasu auf neue Abenteuer vor. In diesem Moment verließ eine mysteriöse Kraft den Leichnam von Orochi, teilte sich und flog in alle Himmelsrichtungen davon. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was das für eine Kraft war. Die Wahrheit war, dass nun die wahre Katastrophe über die Welt hereinbrach. Aber für den Moment genoss Kamiki eine neue Ära des Friedens. Unsere Geschichte jedoch ist noch lange nicht zu Ende. Eigentlich hat sie gerade erst begonnen. Was, wir haben gerade bei dem Prolog abgeschlossen? Der Spaß hat gerade erst angefangen, Ami. Und ich meine, wir können doch ein so großartiges Abenteuer nicht einfach so enden lassen. Und jetzt lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Yay. Wow, wir haben grün gekriegt. Ich hätte gedacht, dass wir wieder irgendeinen Samen nur kriegen. Endlich. Endlich ist die Zeit gekommen, die unzertrennbaren Bande zwischen Himmel und Erde. Waka, die Situation ist sehr dringend geworden. Du musst sofort zur Stadt zurückkommen. Alright. Amaterasu, du magst Orochi für diesmal besiegt haben, aber glaube nicht, dass es nächstes Mal wieder so einfach wird.
Hey, guck dir diesen sternklaren Himmel an. Ich weiß, dass sie irgendwo da oben sind, meine pelzige Freundin. Diese Konstellation der Pinselgötter wartet nur darauf, gefunden zu werden. Wow, das muss ein Knall von Tabar sein. Ich frage mich, ob die Dorfbewohner bereits wissen, dass Orochi tot ist. Ah, ich weiß, das muss das Fest sein. Sie haben gerade mit dem jährlichen Kamiki-Festival angefangen. Ach genau, Zeit zum Feiern, Fake. Neu, zurück ins Dorf, schnell. Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. So. Oh, unser Freund hier. Ich fühle es, ich spüre es. Das alte Monster verschwindet mit seinem letzten Schrei. Dieser Mann Susanoo hat eine unbändige und kräftige Macht in sich. Hey, ich spüre eine neue Kraft in Susanoo. Könnte das vielleicht Liebe sein? Du bist neugierig wegen Susanoos Liebesglück? Nun, er sollte wieder zurück in seinem Dorf sein, aber ich kann ihn nirgendwo spüren. Vielleicht spricht er mit seiner Auserwählten an einem geheimen Ort. Du darfst deine Nase nicht so sehr in seine Angelegenheiten stecken, mein Freund. Du bist neugierig wegen Susanoos Liebesglück? Nun, er sollte wieder ins Dorf zurück sein, aber ich kann ihn nirgendwo spüren. Vielleicht spricht er mit seiner Auserwählten an einem geheimen Ort. Du darfst deine Nase nicht so sehr in seine Angelegenheiten stecken. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Aha, du bist ja Werwolf. Man kann es nicht bestreiten. Nagi und seine Nachfahren sind etwas Besonderes. Orochi zu schlagen, es ist erstaunlich. Die Dorfbewohner haben gerade angefangen, auf der heiligen Plattform zu feiern. Ja, ein friedliches Dorf wie dieses wäre ein guter Ort, um sich niederzulassen. Also soll ich wohl lieber mal weiter Geschäfte machen. Hast du Goldstaub? Natürlich nicht. Futtersack und Tintenstein hat er. Kaufen wir mal 10 mehr Jungfrauenmünzen. Gut. Und dann würde ich gerne mal die neue Waffe ausrüsten. Ja, tatsächlich, das ist eine neue Unterkategorie, so wie es aussieht. Und wie es aussieht, gibt es von jeder Kategorie 5 Waffen, die wohl eine stärker ist als die andere. Wir haben 54 Dämonenkrallen schon. Ich sollte mal im Wald gucken, was wir uns davon Schönes kaufen können. Taste eine Weile drücken für Sturmangriff mit Orochis Schwert. Ich frage mich, was das Schwert auf der rechten Maustaste macht. Beim Augenblick habe ich ja ein Schild auf der rechten Maustaste. Wow, das sieht aber mal cool aus. So, da saufen sie. Ah, Herr Bambus. Herr Bambus, ah, geht's dir gut, Wolf? Danke, dir läuft das Geschäft. Dank dir läuft das Geschäft jetzt gut. Ich genieße einen kleinen Festtrunk. Ah, wenn ich so den Mond betrachte, dann erinnert mich das an Kaguya. Weißt du irgendetwas von ihr, Wölflein? Weißt du etwas über Kaguya? Ja. Oh, du hast recht. Wie könnte ein Wolf auch verstehen, was ich sage? Wie lächerlich. Warum hast du denn überhaupt gefragt, Bambuskopf? So, das ist ein besonderer Mond. Sag mal, Wolf, weißt du irgendwas über Kaguya? Ich habe doch ja gewählt. Nicht schon wieder. Nun, du bist der netter Wolf, der sich um meine Gefühle eines alten Mannes sorgt. Ermutige ihn nicht auch noch, Ami, sonst würde er immer weiter plappern. Etwas über Kaguya? Woher denn? Das habe ich auch nicht gedacht. Ich wäre ganz schön überrascht gewesen, wenn du etwas gewusst hättest. Hey Freund, wo bist du gewesen? Hast du von Susan und Monster gehört? Schon komisch. Eigentlich hat er immer versucht, Ärger zu vermeiden. Trinken wir auf ihn, den mutigen Krieger. Karode. Ah, du bist ja ganz zufrieden. Siehst ganz zufrieden aus, Wolf. Hast wohl gerade ein paar Monster aus deinem Territorium vertrieben, was? Weißt du, das Fest ist eine Gelegenheit, um unseren heiligen Baum Konohana zu ehren. Vielleicht sind die Götter zufrieden mit uns und haben dir ihre Stärke verliehen. Haha.
Und, Hayabusa, du hast Orochi besiegt und das Dorf gerettet. Tut mir leid, dass ich durch andere Verpflichtungen gebunden war und nicht helfen konnte. Ach, entspann dich. Ein Hund muss nur einmal tun, was ein Hund tun muss, stimmt's? Ich wusste, dass du es warst, der den fürchterlichen Orochi besiegt hat. Mann, wie sein Schwanz geht. Das war eine ganz schöne Heldentat. Ah, komm schon. Wir hatten auch eine Menge Hilfe von Sunaso, weißt du? Edge Bash, du kannst mich nicht fangen. Moshi ist wieder ganz aufgekratzt wegen dem Rekord im Löchergraben. Sogar Ume kann sich im Löchergraben nicht mit Hayabusa messen. Und ich schätze, ich muss mich meinen eigenen Herausforderungen stellen. Das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich mit Moshi spiele. Verstehst du? Ich muss mich neuen Herausforderungen stellen. Ich möchte die Welt sehen und ein richtiger Mann werden. Genau wie Susano. Aber ich werde niemals die Zeit vergessen, die wir beim Fischen verbracht haben, Hündchen. Hey, es ist der neue König im Löchergraben, Schneeflocke. Hayabusa wird für immer mein bester Freund sein. Schließlich hat er mir das Leben gerettet. Wir werden Rettiche ausgraben wie niemals zuvor. Jo, gucken wir mal weiter. Die sind hier alle ganz wild. Ich kann Rettiche ausgraben, ohne dass die wütend wird. Das bringt mir aber nur ein paar Yen ein. Oh, da ist etwas versteckt. Reiseglücksbringer. Jo. Der erhöht meine Göttlichkeit um 1. Tama, hey! Hast du das Fest gerochen und dachtest dir, kommst du mal vorbei, was? Nun, was denkst du, gefällt dir mein neuestes Kunstwerk? Aber nichts ist besser, als es aus der Nähe zu betrachten. Aber auch nicht von zu nah. Mach dich auf etwas Unüberwältigendes gefasst. Hier, bitteschön. Die am hellsten leuchtende Konstellation am Himmel, das sagenumwobene Doppelspektakel. Ja, Amaterasu, Isun und Susano als Bilder. Muhaha, wir bitte beeindrucken, nicht wahr? Jo. Was ist mit euch beiden? Wow, guck mal, Schwester, das Feuerwerk ist wundervoll. Stimmt, wir haben Glück, dass wir so ein Schauspiel während unseren Reisen sehen können. Da könnte man doch glatt das Reisen aufgeben und hier für immer bleiben. Stimmt, aber wir werden doch nicht wirklich das Reisen aufgeben, oder? Ja. Wie sieht's hier drin aus? Die wird echt immer nackiger, oder? Große Mutter Amaterasu Okami. Mich erfüllt unbändige Freude über deine sichere Rückkehr. Es scheint, als sei das letzte Kapitel über Orochi geschrieben worden. Das ganze Dorf steht tief in deiner Schuld. Bitte akzeptiere den Dank und jetzt dazu noch dieser wunderbare Abend. Sogar ich fühle mich ein wenig beschwipst vom Geist des Festes. Keine neuen Früchte für uns? Also gehen wir mal weiter nach oben. Hier ist die Plattform und weiter hoch geht's nicht. Okay. Dum-di-dum-di-dum. Ich bin so froh, dass der Tanz meines Mannes dieses Jahr wieder so großartig war. Jetzt kann der Geist von Konohana, unserem heiligen Baum, zusammen mit dem Geist von Orochi in Frieden ruhen. Vielleicht sollte ich meinem Mann mit etwas Sake, den ich aufgehoben habe, belohnen. Er hatte sich so sehr auf den geheiligten Sake gefreut, den Susano ausgetrunken hat. Er war wahrscheinlich enttäuscht. Ich habe ein bisschen von dem Sake für genau so einen Moment zur Seite gelegt. Moshis Mama, Feuerwerk!
Ah ja, er legt schon wieder los. Eine Pfote. Was auch immer das gerade war. Und das war wohl eine Rübe. Das ist ein großes Feuerwerk, wirklich großartig. Und dieses Jahr ist es hübscher als jemals zuvor. Feuerwerk. Ah, er zündet schon wieder. Die Lunte auf seinem Kopf sieht creepy aus. Ach, das ist... das ist die Frau, mit der wir gerade reden. Mushis Mama. Was ist das für ein neuer Sake von Kushi? Dieser Donnergebräu? Geht runter wie Wasser und bevor man es merkt, ist die Flasche leer. Oh, wie wunderbar. Ein fabelhafter, freudiger Anlass. Susa besiegt Orochi. Besiegte Orochi und rettete Kushi. Es war, als ob die Legende aus der alten Zeit direkt vor unseren Augen erschien. Ich hatte gefürchtet, Susanoo würde seiner heldenhaften Abstammung Schande machen. Aber als ich sah, wie er in seiner Rüstung aus der Tür rannte, um Kushi zu retten, da war er das glänzende Abbild des großen Naki. Oh, wie froh ich war, ihn zu sehen, Schluchz. Natürlich habe ich Naki nicht selber in Fleisch und Blut erblickt, aber sag, wo ist jetzt dieser Susanoo hin? Ich wollte für Konohana tanzen, anstatt wie üblich den Purification-Sake zu opfern. Jedenfalls ist es alles seine Schuld. Er hatte den Sake leichtfertig verschwendet. Mann, es gibt nichts Besseres als ein gutes Fest. Zu Hause bin ich immer die ganze Zeit auf Feste gegangen, seufzt. Oh, ich habe nicht an meine Mama oder so etwas gedacht. Auf jeden Fall, Ami, kannst du nicht weiter nur faulenzen. Beherrschst du überhaupt die Namen aller Pinseltechniken? Bis jetzt hast du neun gefunden. Lass mal sehen, wir haben Restauration, Kraftstreich und Sonnenaufgang. Dann haben wir da noch diese dreiteilige Technik der Götter der Flora. Du weißt schon, Blühen, Seerose und Rebe, welche als eine zählen. Und dann gibt es dann noch Kirschbombe, Wasserstrahl, Mondschein, Sturmwind und Inferno. Ich frage mich, wo die anderen vier Pinselgötter wohl stecken. Die verbleibenden vier Pinseltechniken sind am schwersten zu finden. Wir haben das ganze Land abgesucht. Jetzt, wo wir uns um Orochi und alles gekümmert haben, ist es vielleicht an der Zeit, die Hauptstadt zu besuchen. Wenn dort mehr Menschen sind, dann könnte es dort mehr Götter geben. Lass dich davon nicht unterziehen, Ami. Ich habe Susanoo und Kushi hier schon lange nicht mehr gesehen. Es ist ja wohl klar, was die treiben. Ich meine, ein Mann und eine Frau verschwinden während dem Fest? Das ist ja wohl eindeutig. Sie haben einen Narren aneinander gefressen. Ich will jetzt nicht nach ihnen suchen gehen, wenn ich du wäre. Gut, damit haben wir uns hier um alles gekümmert. Ich mache mir mal eine Abkürzung. Dann speichern wir hier mal beim Spiegel. Ich würde immer noch gerne wissen, ob diese Spiegel irgendwie was Besseres sind als die anderen. Weil es gibt ja einmal... Menü. Ja, Ultima-Spiegel und Ursprungsspiegel. Ich frage mich wirklich, für was die Ultima-Spiegel gut sind. Weil beide Spiegel heilen. Nun, damit wäre das diesjährige Fest wohl auf dem Höhepunkt. Ich hoffe nur, sie werden nächstes Jahr genauso viel Spaß haben. Nun folgt euch, glaube ich, an der Zeit, dass wir zur Hauptstadt aufbrechen. Wir müssen diese anderen vier Pinselgötter finden. Ja, schon wieder. Sakuya. Amaterasu, du hast nur deine Pflicht erfüllt und willst jetzt schon gehen? Mein Herz schmerzt bei dem Gedanken daran, dass wir getrennt sein werden. Sakuya, du hättest doch nicht den weiten Weg herkommen müssen, nur um auf Wiedersehen zu sagen. Junge, du bist ganz schön verspannt für einen Baumgeist. Aber in dem Moment, als ich als Orochi verschied, sah ich ganz deutlich einen wirbelnden schwarzen Nebel. In meiner Verwirrung spürte ich ein anderes Böses als das von Orochi. Ich bin mir nicht sicher, was es gewesen ist. Ist da noch etwas anderes am Werk? Shinzo ist wiederhergestellt worden, darüber gibt es keine Zweifel. Aber die gefolterte Natur schreit auf in anderen Teilen von Nippon. Besonders erschütternd sind die Rufe aus der Hauptstadt an der Yoshaba-Küste hinter der Brücke von der Taka-Ebene.
Nun, wir hatten eh vor, diesen Ort zu besuchen. Die schwarze Essenz, die aus Orochis Hülle kam, sie hat sich auch zur Hauptstadt hin bewegt. Ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß, was auch immer das ist, was immer auch diese Welt ins Chaos gestürzt hat, ist noch nicht fertig mit uns. Diese Prüfung ist noch lange nicht vorbei. Ist das alles? Kein weißer Rat für uns Helden? Es tut mir leid, Kleiner. Ihr werdet euch vielen Herausforderungen stellen müssen. Aber ich weiß auch, wenn ihr erschöpft sein werdet, so werdet ihr doch siegen. Der Weg, auf dem ihr reist, ist voller Gefahren, aber ich bete, dass der frische Duft der Blumen euch immer beschützen wird. Amaterasu Isun, ich wünsche euch eine sichere und erfolgreiche Reise. Sie ist fort. Eine sichere und erfolgreiche Reise, nachdem sie das andere gesagt hat. Hör doch auf, aber ich habe immer gewusst, es wird nicht einfach werden, alle Pinseltechniken zu bekommen. Auf zur Hauptstadt. Erste halt die Zugbrücke auf der Taka-Ebene. Mhm. Ja.